Man Potter's Bluff. So, und damit herzlich willkommen zu einem Video auf Potter's Bluff Reviews. Heute geht es um das wunderschöne Steelbook, 4K Steelbook zu so die Untouchables, die Unbestechlichen von Brian De Palma, das heute bei mir eingetroffen ist. Äh, ja, gleich vorneweg, ich finde es ein wunderschönes Steelbook geworden. Äh, es gibt auch noch eine andere Version mit einem Schuber außenrum. Da habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich schon noch nie ein Fan war von diesem Bild, wo, ähm, also das ist hier die Edition, weil ich noch nie ein Fan war von dem Bild mit ähm, De Nero im Hintergrund in groß, war ich noch nie ein Fan von, deswegen war ich auch froh, dass sie hier dieses neue Artwork gemacht haben. Sehr schön geworden, wenn ihr mich fragt. Ihr seht schon, die Einschusslöcher sind ähm, eingestanzt, dann haben wir hier einen wunderschönen, ähm, geilen Goldeffekt auf diesen ganzen und das sieht aus wie so ein Whisky-Label. Hier oben steht dann auch Brian De Palma Film und hier unten 35 Jahre gealtert und ihr seht hier die Details von dem Teil, ist wahnsinnig schön geworden. Echt schön scharfer Druck. Ihr seht auch hier die Details von den Bildern von den Darstellern: Charles Martin Smith, Kevin Costner, Sean Connery und Andy, nee, Andy, Andy Garcia. Ja, wunderbarer Film, da drauf ich euch nichts zu verlieren. Wunderbarer Soundtrack von Ennio Morricone, extrem spannend. Dann haben wir hier den die Spine, ebenfalls zieht sich dieser Goldtouch überall durch. Touchables, upsala, so mal mein Handy. Hier wird das Paramount-Logo schön designt. Ja, und hinten drauf haben wir dann Elke Capone himself mit nochmal vier Einschusslöchern, die ebenfalls hier gestanzt sind, wie ihr sehen könnt. Das Ganze ist quasi matt gehalten und die Glanzelemente sind dann schön rausgearbeitet mit so einer Art, ja, effekt Spotluck, wie ihr das nennen wollt. Und hier auf den Kugeln natürlich ist das effekt am besten, weil da das blanke Metall drunter ist, wie ihr sehen könnt. Sehr schön, wie hier auch das Licht eingefangen wird. Also ich finde, das Teil ist rundum gelungen. Das Ganze mal auf. Kommen wir jetzt erst hier das hier entgegen? Die C-Card, die um, den Ganzen, um das Ganze rum war. Touchables hier, die umstechlichen 4K Ultra HD. Bild ist auch wirklich toll geworden und hat auch nichts äh, über, kann, äh, über, über, also kaputt gemacht oder so. Na, wenn es mal scharf werden wird. Genau. Und hier haben wir dann nochmal alle Details, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Bonusmaterial und so weiter und so fort. Sehr schön, Gordon. Hier haben wir das Bild hier sogar in 2,4 zu 1, das heißt, es ist noch ein bisschen breiter als das Bild auf der Blu-Ray, wie ihr sehen könnt. Den deutschen Ton ist natürlich auch an Bord. Der alte halt klingt halt so, wie er ist, ist halt so. Hier haben wir das Bonusmaterial. Das Ganze habe ich mir so zusammengefaltet, kann man schön reinlegen. Und hier im Inneren haben wir dann hier einmal die Blu-Ray, der äh Quatsch, die 4K. Und einmal die tief verankert und einmal die Blu-Ray nochmal. Die sollte auch das Remaster der Bild enthalten, obwohl die alte blu ray natürlich auch schon sehr gut war. Das ist jetzt nur, nur wieder das i chipfelchen hier. Und hier im Inneren haben wir einen schönen farbigen Druck bei der Razzia in der kanadischen Grenze. Sehr schön hier die Untouchables auch eingefangen. Ja, also ich bin hier rundum zufrieden. Ich finde, das ist mal wieder ein richtig schönes äh, Steelbook. Ich habe hier nichts dran zu meckern, nichts auszusetzen. Das, ist das Einzige, was natürlich für mich wieder natürlich noch schöner wäre, wenn man... Äh, kein, Inter kein internationales gemacht hätte und sondern und hier vorne quasi draufgeschrieben hätte die unbestechlichen das wäre für mich noch das i-Tüpfelchen gewesen aber ansonsten bin ich sehr schwer begeistert es kam auch Gott sei Dank mal äh, ich habe es mal wieder bei Amazon bestellt und es kam tatsächlich mal unbeschädigt an. Aber ja, ich bin sehr zufrieden damit. Sehr toller De Palma Film und holt euch das Teil, solange es noch gibt oder wenn es nicht mehr gibt, wartet auf die E-Mary. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben, sagt, ihr, sagt mir, was ihr von dem Film haltet und macht's gut.